Moin, moin, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETS2. Mein Name ist Uwe, das hier ist Folge 412 jetzt mittlerweile. Und wir sind gerade mit der Fähre hier in Finnland angekommen. Ich würde mal sagen, wir starten unseren Motor und fahren die Tour jetzt weiter. Wir haben noch 460 Kilometer vor uns und hoppala. Und ja, machen wir mal los. So, mögliche Fahrziele anzuzeigen, drücken Sie Eingabe. Nö, habe ich gerade keinen Bock. Denn ich möchte eigentlich weiterfahren jetzt erstmal. Irgendwann mal anders werden wir das bestimmt nochmal machen. Das werden wir bestimmt nochmal sehen. Was laber ich da eigentlich? Keine Ahnung. So, Scheinwischer aktivieren. So, und dann mal runter von dem Schiff hier. Tja, das Problem bei Regen und Holz ist natürlich, dass sich das Holz jetzt so ein bisschen vollsaugt mit dem Wasser. Was bedeutet, dass es eigentlich ja schwerer wird. Also ich weiß, dass es hier im Spiel höchstwahrscheinlich nicht so sein wird, aber in echt wäre das jetzt auf jeden Fall eine ganz andere Sache. Ich denke, da kommen wir mit den 8 Tonnen, die wir jetzt drauf haben, oder 9 Tonnen, ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. 8 Tonnen, die wir jetzt drauf haben, das werden wir um gut 50% vielleicht, wobei ist das wirklich so viel? Ich weiß nicht, um das wie vielfache Holz schwerer sein könnte, wenn sich das mit Wasser vollsaugt. Aber ich denke auf jeden Fall um einiges. Definitiv. Vielleicht sind ja ein paar Holzfahrer unter den Zuschauern da, die können mir das dann bestimmt sagen. Ich denke, es kommt aber auch das Holz drauf an. Aber ist ja auch jetzt wurscht. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, worauf ich hinaus wollte und so weiter und so fort. Ich bin heute, wie gesagt, in der letzten Folge, ne? Ich bin heute ein bisschen komisch drauf. Mit meinem Kommentarstil, das läuft heute irgendwie absolut gar nicht. Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn ich einfach meine Gosche halte. Aber dann hört man das Rauschen des Ventilators. Und das ist, glaube ich, auch nicht so geil. Und wenn ich komplett ruhig bin, dann läuft neben dem Rauschen des Ventilators auch noch dieser super langweilige Renault-Sound, der mich jetzt tatsächlich so ein bisschen nervt, muss ich echt sagen. Also mich nervt nicht der Sound im Allgemeinen, sondern es ist mehr die Tatsache, dass wir keinen gescheiten Sound haben, obwohl wir ja einen relativ coolen Motor verbaut haben. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert das bei Renault einfach nicht. Weil ich finde jetzt mittlerweile schon, dass sich der Sound sehr, 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 sehr serienmäßig anhört. Und ich denke, dass das nicht nur ein Fakt ist, sondern es tatsächlich auch Tatsache. So, ich denke mal, die haben ja Vorfahrt gewähren. Also zumindest ist er ja stehen geblieben und nicht einfach weitergefahren. Wenn, weil sonst so rechts vor links, da wäre ich ja jetzt der Doofe gewesen, ne? So, die da vorne fahren ein bisschen langsamer als 50. Ich denke mal, es ist zurückzuführen auf diese Kreuzung, die jetzt vor uns liegt. Wir müssen links abbiegen, was immer eine etwas schlechte Sache ist, weil links abbiegen immer etwas länger dauert als rechts abbiegen. Natürlich kommt es auf das Land drauf an. Oh, wenn wir jetzt schnell genug sind, dann kommen wir hier noch raus. So, eigentlich wollte ich gar nicht direkt auf die äußere Spur, sondern in die innere Spur, so wie es jetzt, ja, wie sich das gehört, aber ja, das ist halt manchmal das Problem, wenn du mit der Maus noch die Kamera nebenbei bedienst. Du kannst es relativ schwer einschätzen, was für einen Lenkwinkel du jetzt tatsächlich hast, ne? Also wenn du dabei tatsächlich so die Kamera drehst, dann ist das schon ein bisschen friemelig, finde ich. Da wäre das mit Oculus Rift natürlich sehr, sehr, sehr viel geiler, denke ich. Aber naja. Guck mal, hier haben wir so ein Karawanen-Dingenskirchens. Ja, sieht doch cool aus, ne? Mit seiner G-Klasse da. Ne, warte, keine G-Klasse, das ist die M-Klasse, ne? Ich glaube, diese SUVs, das waren die M-Klasse. Die G-Klasse ist ja dieses etwas kantige Modell, das ja unverändert ist seit den, was weiß ich, wie viel Ziggern. Ich glaube, ihr wisst schon, welches Modell ich meine. Das schüttet schon ganz schön.
Aber ich denke, dass der Regen nicht lange anhalten wird. Weil da vorne brechen so die Wolken wieder ein bisschen auf, so wie es aussieht. So, Kokula. Oder Kokola oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie gesagt. Aber da ist auf jeden Fall kein U dazwischen. Deswegen wahrscheinlich eher Kokola. Kokola, Kokola, Kokola. Was sagt denn eigentlich unser Sprit? Naja, wir haben noch mehr als Hälfte voll. Warum fährt denn der da so langsam hier? Verstehe ich nicht. Wir fahren keine 50 und wir sind schneller als er. Warum? Hat dein Mercedes nicht genug Power oder was? Fährst du zufällig irgendwie Dünger oder so? Wenn ja, dann ist das scheiße. Verstehst du? Weil wegen Dünger und so. Ich fange gerade an, mich zu schämen, Alter. Ach komm, der könnte ja ein bisschen schneller fahren, ey. Wir haben keine 60 drauf und ich hole ihn schon wieder ein. Ich möchte ihn jetzt auch eher ungern rechts überholen, weil wenn er mich übersieht und dann rüber will, dann ist das auch scheiße. Aber so kommen wir natürlich kaum vorwärts, wisst ihr was? Oh, scheiße, meine Spur endet. Tja. Was willst du machen? Hätte ich jetzt aber noch länger gewartet, dann wären wir jetzt tatsächlich die ganze Zeit hinter ihm. Und wer weiß, wie schnell er jetzt die ganze Zeit gefahren wäre, ne? Oder wie langsam, in dem Fall. Dann wäre das natürlich auch scheiße gewesen, ne? Also, dann ist ja gut, dass wir ihn überholt haben. Weil in meinem Spiegel sehe ich ihn schon fast gar nicht mehr. Naja, wie dem auch sei. Apropos, was sagt unsere Lenkzeit? Wir haben ja 5 Stunden eigentlich gut gemacht mit der Fähre. Aber ich denke, dass sie nicht 5 volle Stunden gezielt hat. Ja, weil wir müssen nämlich in 6,5 Stunden schon wieder Pause machen. Ja, dann schauen wir mal. Ich könnte mir aber ganz gut vorstellen, dass wir die 400 Kilometer in diesen 6 Stunden noch schaffen. Weil wir ja hier in Finnland trotzdem 80 fahren dürfen auf der Landstraße. Dürften wir nur 60 fahren. Dürften wir nur 60 fahren, wären das natürlich was ganz anderes. Aber mit 80 kommen wir da eigentlich schon relativ gut durch. Und wenn wir mal gucken auf The Road Advisor, dann sehen wir ganz rechts, ne? 395 Kilometer, 6 Stunden, 6 Minuten. Das ist die Zeit, die wir noch bräuchten. Und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt realistisch noch eine halbe Stunde draufpacken, dann ist das die Zeit, die wir noch in etwa benötigen werden. Und dann sieht es so aus, als könnten wir direkt pünktlich zur Lenkzeitendung ankommen beim Kunden. Das wäre auf jeden Fall gar nicht mal so übel. So, wir haben jetzt 19 Uhr. Das heißt, es wird auch langsam dunkel. Huch, alter Schwede. Voll am Fuß vom Mikrofonständer hängen geblieben. Alter, Mann. Huch, habe ich mich gerade erschrocken. Donnerstag. In etwa 1 Uhr kommen wir an. Dann kommen wir ja circa, weil die Lieferung wurde ja erwünscht, Donnerstag irgendwie um 23 Uhr oder so. 21 Uhr, dann kommen wir ja tatsächlich früher an. Huch. Wir kommen früher an, obwohl das doch eine dringende Lieferung ist, oder irre ich mich da gerade? Jetzt mal ohne Scheiß. Hier, guck mal. Das hier mit 3 roten Pfeilen. Ne? Hier, zack. Dringende Lieferung. Und wenn das gut... Oh, wir laden bei DAXA ab, cool. Wenn es so weiterhin gut läuft, dann kommen wir tatsächlich früher an. Und das mit einer dringenden Lieferung, ich fasse es ja nicht. Wahnsinn. Aber noch ist der Job ja nicht erledigt. Wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben. Und ich sage in der letzten Folge, ich habe es nicht so mit Sprichwörtern. Ja, okay, alles klar. Nicht lustig.
So, der Kollege fährt hier raus. Er fährt auch einen Renault. So, wir fahren gleich die erste wieder raus. Dann wechseln wir auch wieder die Spur. So, ich fahre jetzt mal nicht die 80 aus, weil ich nicht weiß, was da vorne für eine Kurve kommt. Ach, das sieht aber ganz gut aus. Die Straße scheint ja auf jeden Fall wieder ein bisschen bebauter zu sein. Wobei, das nehme ich auch gleich wieder zurück. Wobei, doch, doch, das sieht ganz gut aus hier. So, der Regen lässt nach, das heißt, wir können mal den Scheinwischer ausschalten. Und ja, dann fahren wir jetzt mal die 80 aus. So, meine lieben Freunde, ich habe versehentlich den Tempomat ausgemacht. So, jetzt aber. Ja, dann haben wir die Tour ja gleich geschafft und ich bin super, 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 super gespannt, was dann jetzt, was wir gleich für Auswahlmöglichkeiten an Touren noch haben. Wir werden aber nach dem Entladen auf jeden Fall erstmal schlafen gehen müssen, weil wegen, wie gesagt, eine Lenkzeit und so. Dann haben wir einen Traktor vorne. Bei mir auf dem Kanal, ich weiß nicht ganz genau warum, aber es wird tatsächlich auch öfter mal der Landwirtschaftssimulator gewünscht, obwohl ich es mit Landwirtschaft halt mal überhaupt gar nicht habe. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir auch die Spiele überhaupt noch nicht angeguckt. Ich habe mit denen überhaupt nichts zu tun eigentlich. Von dem her weiß ich halt gar nicht, ob ich es tatsächlich probieren sollte, weil ich habe nämlich die Befürchtung, dass wenn ich mir das Ganze mal angucke und es tatsächlich als Projekt starte, irgendwann mal, dass ich da sowas von übertrieben fehle, weil ich halt davon halt keinen Plan habe. Deswegen, ich glaube, das mit den Landwirtschaftssimulator-Dingen, ich glaube, das überlasse ich lieber anderen YouTubern. Ich bin dann doch so mehr der LKW-Typ. Finde ich viel, viel interessanter. Was heißt interessanter eigentlich? Landwirtschaft ist schon was sehr, sehr Vielfältiges. Schon etwas sehr Interessantes in meinen Augen, aber es ja, spricht mich halt eben nicht so sehr an wie das LKW-Ding. Ihr wisst auf jeden Fall schon, was ich meine, ne? Ach, guck mal, sieht das nicht schön aus? Jetzt mal ohne Scheiß. Tipptopp. Alter, ist das ein Kreisverkehr? Tatsache. Die könnten ja mal so ein Schild hier, ne? Sowas, könnten die ja ein paar hundert Meter vorher vielleicht aufstellen, dass man da ein bisschen eher gewarnt ist, davor, dass hier ein Kreisverkehr kommt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Oder vielleicht stand da sogar ein Schild, aber ich habe es wie immer mal wieder nicht gesehen. So, hier scheint wohl eine Firma zu sein. Da warten einige LKWs. Ja. Huch. Schon auf der Spur bleiben, Uwe. Das wäre nicht schlecht. So, da werden wir gerade gewarnt vor Elchen. Vor Wild sozusagen. Da sollten wir schon aufpassen. Ich glaube, ich habe mal irgendwie am Anfang dieses Let's Plays, da haben wir ja noch mit TSM-Map gespielt, ne? Ich glaube, da habe ich mal einen Hasen tatsächlich überfahren. Was jetzt natürlich nicht so geil ist, aber sowas passiert halt eben. Ich weiß jetzt auch schon gar nicht mehr, ob das tatsächlich in der Aufnahme mal passiert ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwo mal Frankfurt gefahren bin und da mal einen Hasen tatsächlich erwischt habe. Also hier im Spiel natürlich jetzt, nicht in echt. In echt habe ich Gott sei Dank noch nichts überfahren. Also zumindest nicht nach meinem Wissen. Ja, sowas passiert ja eben schneller, als man denken kann, als man gucken kann. Leider, Gottes Willen. Aber naja, was soll man dagegen machen? Was passiert, das passiert halt eben. Muss man halt irgendwie immer sehr aufmerksam fahren. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man relativ großes Wild, wie jetzt zum Beispiel so ein Elch, hier relativ gut sehen kann frühzeitig.
Mal abgesehen von den Bäumen, die jetzt hier auf dieser Seite, auf der rechten Seite sind. Aber gerade eben war das ja so ein bisschen lichter, ein bisschen ausgedehnter, so wie jetzt da vorne zum Beispiel. Ich denke, dass man dann ein Hirsch, ein großes, schon ganz gut sehen kann. Ich habe auch zufällig mal auf YouTube, glaube ich, war das, oder damals noch auf roffel.to, ich weiß nicht mehr ganz genau, das ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten her, habe ich mal ein Video gesehen mit australischen Truckern. Und da wollten sie die Frage, also mit dem Video haben sie die Frage beantwortet, warum in Australien LKWs mit so riesen Wildfängern um die Gegend fahren. Ja, da gab es auch nicht immer unbedingt schöne Szenen, aber wie gesagt, so ist das Ganze halt eben. Ne? Ja, hoffentlich nehme ich überhaupt auf. Ja, sieht gut aus, alles klar. Nicht, dass ich vergessen hätte, irgendwie mein Mikrofon anzuschließen oder so. Das ist mir ja schon ein paar Mal passiert, seitdem ich Let's Playe. Ne? Oder Lenkrad. In der allerersten ETS-2-Folge habe ich einfach mal vergessen, mein Lenkrad anzuschließen. Nochmal komplett raus aus dem Spiel. Lenkrad anschließen, dann wieder rein ins Spiel. Ja, passiert. Übrigens, unser Anfangs-LKW, wenn ich mich richtig erinnere, war ja ein blauer Volvo FH16. Wow, da fliegt ein Flugzeug. Wir sollten uns eigentlich um Elche überhaupt keine Sorgen machen, sondern es um wilde Flugzeuge, so wie es aussieht. Da kam mir jetzt gerade hier irgendwie richtig rausgeschissen, ey. So, da vorne haben wir schon wieder einen Kreisverkehr. Aber Skandinavien ist ja so ein bisschen berühmt für die Kreisverkehre, so mitten im Berg, also im Tunnel. Ist auf jeden Fall auch eine ganz coole Sache. So, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren. Ja, hier dürfen wir dann raus. So, wir sind jetzt bei 17 Minuten und wir haben noch 214 Kilometer vor uns. Ist noch ein bisschen was. Sollten auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt dann irgendwann mal ankommen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Weil wenn sich das jetzt noch ein bisschen zieht, dann habe ich fast die Befürchtung, dass wir es nicht mehr schaffen, in dieser Folge noch schlafen zu gehen und noch eine andere Tour finden. Aber das wäre nicht schlecht, wenn das so wäre, ne? Also, ich meine, es wäre nicht schlecht, wenn wir das Ganze noch finden würden. Also, wenn wir noch schlafen könnten und noch eine neue Tour finden. Das wäre nicht schlecht. Ich drücke mich heute irgendwie komplett falsch aus. Das ist... Oh, dieser Schlaf. Also, ich bin heute auch irgendwie mit zwei linken Füßen aufgestanden, habe ich das Gefühl. Ja, schon ordentlich komisch heute der Tag, aber naja. So mitten in der Woche auch einen Tag frei zu haben, fühlt sich auch irgendwie ganz, ganz komisch an. Alter Schwede, war das eine Bodenwelle. Weißt du, du hast dich die ganze Zeit daran gewöhnt, du hast jetzt 3 Tage lang hast du gearbeitet und so, ne, ganz normal aufgestanden und schlafen gegangen und so. Dann kam ja ne, Dienstagnacht, wo ich dann um 1 halt schon aufstehe, beziehungsweise Mittwochnacht, wo ich dann um 1 ja auch schon aufgestanden bin. Ja, und dann bin ich am Mittwochabend auch wieder relativ spät ins Bett. Das bringt schon einiges durcheinander. Komisches Gefühl irgendwie. Und jetzt weiß ich am morgen gehe ich auch wieder arbeiten, also ich habe keinen Brückentag oder so. Ja, eigentlich bist du da am Mittwoch schon so, ja, yeah, voll geil, morgen, da kannst du ausschlafen und so, ne, da bist du fast so in diesem Weekend-Feeling, denkst dir so, boah, geil, du hast jetzt Wochenende, und heute Morgen werde ich so wach und denk mir so, ach kacke, warte mal, morgen muss ich auch wieder arbeiten, ne, ist irgendwie ein ganz, 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 ganz komisches Gefühl gerade so. So, wir blinken jetzt, schau mal, damit der PKW nicht irgendwie versucht, mich noch zu überholen. Ach, Mann. Scheiß auf meinen Kommentarstil, echt. Kackdreck. Manchmal läuft das zu gut, manchmal halt überhaupt nicht. Das ist ja auch super toll. So, bei diesem Renault taugt der Retarder wenigstens. Ich bin ja mal gespannt, wie sie das mit dem Range machen hier, mit dem neuen Renault, der ja kommen soll. Weil in echt finde ich da den Retarder absolut zum Kotzen. Kannst du wirklich in die Tonne kloppen. Der zieht absolut gar nichts. Wirklich schlimm. Kemi, 60 Kilometer. 70. 60.
kam ich denn jetzt auf 60? So, nochmal Kreisverkehr. Ich fühle mich hier echt wohl, ohne Scheiß. Mir macht das hier so viel Spaß rumzufahren gerade. Ich weiß nicht, das sieht hier alles so, so friedlich und nett aus. Das ist einfach geil. Ich weiß nicht, ich mag das. Ah, jetzt ist der wieder automatisch ausgegangen, der Blinker. Gerade in dem Moment, wo ich ihn selber ausmachen wollte. So, nächster LKW. Da bin ich noch am überlegen, ne? Schwertransporter wird das Ganze ja. Aber ich bin am überlegen, was für einen Motor wir dem verpassen. Ich glaube nämlich, dass 900 PS eventuell schon ausreichend wären eigentlich. Aber wir wollen ja ordentlich Zeug ziehen, ne? Also ich gucke da schon, dass wir mal über die 50 Tonnen kommen. Das wäre auf jeden Fall interessanter wie anderes langweilige Gepups. Da bin ich auch schon fast am überlegen, irgendwie so, ne? 1000 PS, irgendwie 1400, irgendwie sowas anzustreben, wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denke ich. Wobei ich kann mir dann vorstellen, dass die ganze Lieferung, dass das dann vielleicht sogar schon fast ein bisschen zu einfach wird. Ne, wenn wir ordentlich Power haben und so, dann ist das ja auch nicht mehr wirklich so eine richtige Herausforderung. Außer ja, natürlich vom Fahren her. Und ich habe ja mit solchen riesen Anhängern und mit Lenkachsen und so weiter und so fort, habe ich ja null Erfahrung gemacht eigentlich. Außer mal mit etwas kürzeren Aufliegern. Habt ihr ja aber vielleicht auch schon alles gesehen. Es gibt ja ein paar Verrückte unter euch, die sich das komplette Let's Play von vorne angucken und innerhalb von, was weiß ich, 3-4 Wochen irgendwie schon aufgeholt haben. Naja. Ich finde das auf jeden Fall wahnsinnig. Also, hat mir auf jeden Fall schon mal, es ist ein bisschen länger her, da hat mir jemand geschrieben, dass er angefangen hat bei Part 1 zu gucken und 2,5 Wochen später fragt er schon nach den nächsten Videos, weil er schon alle angeguckt hat. Das fand ich absolut brutal. Das fand ich wirklich brutal. So, 117 Kilometer noch. Ich bin jetzt bei 22 Minuten. Oh, das sieht relativ knapp aus. So richtig mega viel überziehen möchte ich aber eigentlich gar nicht. Aber es wäre diesmal auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir das Ganze überziehen, so ein bisschen von der Zeit her. Denke ich. Ich hoffe, dass jetzt der da vorne nicht irgendwie plötzlich bremst oder so. Aber er wird auf jeden Fall tatsächlich langsamer. Achso, und ich habe gedacht, das liegt daran, dass er hier abbiegen möchte, aber das will er gar nicht, so wie es aussieht. Oh Scheiße, wir müssen aber abbiegen. Heilige Kacke. Oh, ich hoffe, jetzt habe ich auch gar nicht in den Spiegel geguckt, ne? Ich hoffe, dass wir da jetzt niemanden behindert haben oder so. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir wären jetzt aber fast dran vorbeigefahren, einfach so. Scheiße. Ey, es gibt manchmal Tage, ne? Da läuft das Aufnehmen und das Kommentieren und so einfach so gut. Das läuft dann einfach wie geschmiert, ne? Da gibt es aber auch so Tage wie heute. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt gerade wieder, aber heute ist absolute Katastrophe. Echt. Es fühlt sich auch so an, als hätte ich irgendwie einen Knoten in der Zunge oder so. Keine Ahnung. Es fließt, es läuft aber heute auch nicht so wie sonst immer. Also vom Kommentarstil ist heute irgendwie, zumindest fühlt sich das für mich jetzt gerade im Moment schon ein bisschen komisch an. Ich weiß nicht, ich habe halt die Hoffnung, dass wenn ich das anspreche und einfach so sage, wie ich denke, dass sich das dann vielleicht ein bisschen lockert oder so, aber naja, egal. So, wo kommen die Lichter eigentlich überhaupt her? Keine Ahnung. Das weiß wohl nur Gott. Aber es sieht gut aus. Es sieht ein bisschen dezenter aus, wie das, was wir in den vorherigen Versionsnummern hatten. Ne? Also die ganzen Interior Lights. Ich kann mich zum Beispiel noch an diesen blauen Iveco erinnern. Mit dieser super hellen blauen Innenbeleuchtung, die bis runter auf die Straße geleuchtet hat. Das war, glaube ich, noch in der ersten Staffel, so irgendwie Folge 80 rum oder so. Ja, das war schon ein bisschen was anderes. Hier, das ist ja jetzt auf jeden Fall ein bisschen dezenter. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
bin auf jeden Fall mit zufrieden. Also ich finde, das Licht scheint nicht zu hell, nicht zu heftig. Aber man sieht es auch sehr gut. Also man merkt auf jeden Fall, ey, da ist Innenraumbeleuchtung mit dem Spiel. Das finde ich natürlich auch toll. Oh, Leute, wir sind gleich da. 57 Kilometer, ab jetzt. Und unser Typ wird tatsächlich müde. Sag mir jetzt nicht, wir haben noch eine Stunde Lenkzeit. Eineinhalb sogar noch. Wir sind aber vorher da. Das passt natürlich wie Faust aufs Auge, möchte ich mal meinen. Und eigentlich könnten wir ja sogar ein bisschen schneller fahren. Ich weiß auch nicht, warum ich da mit den 79 rumgurke. 81 ist natürlich so viel schneller. Ja, dann können wir gleich das Bauholz hier abladen. Und dann mal schauen, wie es von der Zeit aussieht. Aber wir sind ja jetzt schon bei 26 Minuten. Ja, sieht ein bisschen kacke aus mit der Videolänge jetzt, mit der Zeit, aber... Oh, guck mal, da steht sogar ein Reh. Reh, sage ich schon. Ein Hirsch. Oder war das jetzt ein Rentier? Das sah von der Farbe her... Und da ist auch schon wieder eins. Ich hoffe, dass man das in dem Video überhaupt so gut sieht. Aber ich denke, mit den 60 FPS sollte das mehr oder weniger funktionieren. Auch wenn ich jetzt gerade keine 60 FPS habe, sondern 50, aber ich denke, das reicht auf jeden Fall. Sodass das nicht so ein Geruckel ist, was man sich da angucken muss. Oder was heißt muss? Ihr müsst euch ja sowieso nichts angucken hier. Aber ne, ihr wisst, wie ich das meine. Da vorne ist nochmal eins. Ich denke aber nicht, dass die hier, das sind sogar zwei, die sahen jetzt ein bisschen komisch aus. Ich denke nicht, dass sie sich bewegen. Die haben bestimmt keine Animationen und so. Die sind einfach nur dahingestellt, so als Deko sozusagen. Aber schön, dass die überhaupt da sind und dass man das tatsächlich auch sieht. So, machen wir mal ein bisschen langsamer. Wir sind ja gleich da. Da rechts ist nochmal eins. Ich sag jetzt einfach mal, dass das ein Hirsch ist. Auch wenn es höchstwahrscheinlich Rentiere sind. Aber sehr wurscht. Es ist auf jeden Fall irgendein Huftier. Mehr braucht man gar nicht zu wissen. So, ich denke mal, dass wir jetzt hier rechts hoch müssen. Laut dem Navi. So, erster Aufenthalt in Rovaniemi. So, und hier müssen wir links abbiegen. So, Ampel tut gerade nicht funktionieren, beziehungsweise ist höchstwahrscheinlich abgeschalten. So, wir haben natürlich rechts vor links, beziehungsweise Vorfahrt gewähren halt eben. Kommt jetzt nochmal was, aber er kann ja auch mal kurz warten. Okay, vielleicht funktioniert es mit dem Schlafengehen doch noch, weil hier direkt in der Nähe eine Werkstatt ist. Ich glaube, so wie es aussieht, müssen wir jetzt rechts fahren. Ich weiß absolut nicht, wohin ich gerade muss, ehrlich gesagt. Ach, da vorne ist ja Daxa schon. Alles klar. Ja, das ist natürlich super geil, wie ich jetzt gerade hier stehe. Das hätte ich mir eigentlich auch sparen können, aber ja, ist ja Wurst. Beziehungsweise ist nicht Wurst, aber ist Straße. Wisst ihr, was mir auch gerade auffällt? Das finde ich ja total geil, ne? Huch, so fest wollte ich gar nicht bremsen. Die KI mal wieder. Die LEDs, ne? Nicht nur die weißen leuchten bis auf die Straße, sondern auch die roten und die blauen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube noch erkennt, aber... Sie leuchten auf jeden Fall bis auf die Straße runter. Ich habe gedacht, das tun nur die weißen und die orangenen. Sozusagen die Standard-LEDs. Finde ich natürlich sehr, sehr geil. So. Da vorne haben wir auch schon den Dispatcher. Den Disponenten sozusagen. Und wir wollen natürlich den Auflieger schön hinstellen. So wie er das möchte. Und da hätten wir schon eine Schwertransportladung, so wie es aussieht. Allerdings ist das jetzt, glaube ich, nicht so heftig, weil das Ganze nur auf dem Dreiachser steht. Aber naja, ist ja Wurst. Nein, ist Auflieger, nicht Wurst. Jetzt möchte ich mir gerade... Ich habe jetzt gerade absolut keine Vorgehensweise. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich mache einfach mal eine freie Schnauze hier. Ich denke, irgendwie wird das schon gehen.
So, das hier sieht auf jeden Fall schon ein bisschen anders aus. Das sieht ein bisschen interessanter aus. Aber sag mir jetzt nicht, dass wir da nicht vorbeikommen. Ach scheiße, wir haben ja gar keinen Frontspiegel. Aber das sieht gut aus. Ja, manchmal denke ich mir, na, ne, Frontspiegel sieht immer so ein bisschen kacke aus, gerade bei Renault. Aber manchmal sind sie dann doch schon ganz, ganz nützlich. Wisst ihr, was mir auch gerade auffällt? Wenn ich in diesem Spiel rangiere, dann mache ich das meistens mit dieser Kameraperspektive, ne? Mit diesen hier, ne, so aus dem Fenster lehnen und so. Aber in echt habe ich das noch nie gemacht. Noch nie. Naja. Ich denke, in ETS 2 ist das einfach so ein bisschen angenehmer. Ja, ist ja auch wurscht. So, wir laden ab. Den ganzen Scheiß. Dirty, das de Bauholz. Und dann wollen wir mal gleich gucken. Ja, komm, zeig mir an. Okay, dann wollen wir jetzt mal gucken. Ich speichere nochmal ganz kurz. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Definitiv. Und dann am nächsten Tag gucken wir uns mal an, was für Touren es hier so in dieser Stadt gibt. Und dann überziehen wir jetzt einfach mal. Ich denke, dass das schon so ein bisschen an die 40 Minuten gehen wird, das Video. Also habt ihr nochmal ein bisschen was Längeres. Weil das jetzt bei mir nicht allzu selten vorkommt. Dass ich die Videos eigentlich auch manchmal länger mache, als ich eigentlich will. Boah, wenn es nach mir gehen würde, ich würde auch 2 Stunden Videos machen. Damit hätte ich auch kein Problem. Aber wer guckt sich dann 2 Stunden am Stück an hier von ETS 2? Ich denke eher die wenigsten. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein klein wenig müde bin, weil wegen Schlafmangel und so. So, den Typen fahren wir einfach um. Klatsch. Und weg ist er. So, und dann stellen wir uns mal neben dem MAN hin. Und dann machen wir Hayabubu, ne? Ihr kennt das ganze Spiel ja schon. Ich könnte mir natürlich auch gut vorstellen, dass ich das ganze Schlafen gehen und so auch einfach offscreen machen könnte. Ich bin mir fast sicher, dass ihr da wahrscheinlich nichts dagegen habt, aber ich mache das schon seit jeher, dass ich tatsächlich mit euch zusammen das alles durchmache. Also ja, von dem her, scheiß drauf. Ja, du kriegst ja schon deinen Schlaf, mein Gott. So, und es ist 20 vor 10 am Morgen, 9:30 morgens in Deutschland, wollte ich ja schon sagen, aber wir sind ja jetzt in Finnland. Und wir gucken jetzt mal, was wir so für Auftragsangebote haben. Und drückt die Daumen, Leute, dass es was in den fernen Osten gibt. Frachtmarkt. Oh, guck mal, wir hatten hier auf jeden Fall schon mal einen Double, aber der ist ja nicht von Rovaniemi aus, sondern ist aus Straßburg. So, was haben wir hier? Einen Trailer-Dolly, 4 Tonnen, nach Constanza, Rumänien. Oh, das wäre natürlich auch mal was Geiles. Da waren wir tatsächlich schon, ist aber auch schon wieder ein Weilchen her. So, da haben wir hier das, was wir beim Daxa gerade gesehen haben, diese Type 408S, was auch immer das für Dinger sind. Das geht nach Bialystok, wie auch immer. Nochmal Constanza Balti in Moldawien. Moldawien. Wäre vielleicht auch eine sehr, sehr interessante Tour. 23 Tonnen ist ja auch fahrbar mit unserem LKW, ne? Bordeaux, das ist ein bisschen langweiliger, glaube ich. Kampung Sekaki. Alles klar. Calais. Penevede. Cardia. Das ist auch das, was wir beim Daxe gesehen haben. Das heißt, die Dinger gibt es tatsächlich noch. Das ist gar nicht so weit weg. Das ist in Estland. Das merke ich mir mal. Sheffield könnten wir auch fahren. Vasa könnten wir fahren. Und Umea. Umea. Und ja.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich der Silo Tower, der gefällt mir so von der Tour her irgendwie. Ist nicht weit weg. Konstanza gefällt mir natürlich auch sehr gut. Und Dingenskirchen hier in Moldawien gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden. Also, entweder ich fahre jetzt mit dem Renault, von dessen Sound ich so ein bisschen enttäuscht bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder nochmal eine längere Tour oder wir machen die etwas kürzere Tour nach Estland. Ha, das ist jetzt natürlich, oh, für mich, ich tue mich mit sowas immer ein bisschen schwierig. Also, wir haben jetzt in den Osten leider keine Tour, aber ja, wir könnten ja wenigstens das hier fahren. Das ist ja, und uns danach dann halt eben den Schwerlaster holen. Ne, neuen LKW. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Komm, dann nehmen wir den Silo Tower an. Und ich würde sagen, den gehen wir jetzt noch holen. Und dann mache ich einen Cut für heute. Und dann werden wir am jetzt kommenden Wochenende weitermachen. Beziehungsweise bis dieses Video hochgeladen ist, werde ich wahrscheinlich schon das Ganze aufgenommen haben. Davon gehe ich mal stark aus, weil ich werde jetzt heute, also Folge 411 ist jetzt gerade schon am Hochladen. Das heißt, die wird jetzt heute noch online kommen, jetzt am Donnerstag, ne? Und dieses Video wird dann wahrscheinlich am Samstag online kommen, nehme ich mal an. Und ich denke mal, bis dieses Video online ist, werde ich wahrscheinlich schon tatsächlich aufgenommen haben. Oder ich veröffentliche dieses Video dann wieder morgens. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass ich das so mache. Also, nochmal zu Daxa rüber. So, dann hier wieder mit dem Dispatcher gequatscht. Frachtmarkt. Silo. Genau. So, und dann gehen wir den mal ankoppeln. Und dann, wie gesagt, war es das für heute mit ETS 2. Ich möchte mich nochmal ein bisschen, also ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich heute so komisch drauf bin, irgendwie vom Kommentarstil her. Vielleicht bemerken es einige gar nicht, die anderen werden es vielleicht schon bemerkt haben, dass ich heute ein bisschen komisch drauf bin, keine Ahnung. Das wird höchstwahrscheinlich, zumindest denke ich, dass es an meinem kleinen Schlafmangel da jetzt liegt in dieser Woche, dass sie so komisch verlaufen ist von der Zeit her. Ich hoffe, dass es jetzt am Wochenende dann wieder ein bisschen anders aussieht. Aber das stört mich ja selber so ein bisschen. Also ich merke es während der Aufnahme, dass es so komisch ist. Vielleicht hört sich das im fertigen Video dann gar nicht mal so schlecht an. So, wir haben nochmal ganz kurz nach vorne gesetzt. Ein bisschen weiter. Dann gucken wir uns den ganzen Spaß nochmal ganz kurz an. So, das ist er. Dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen und, nein, Spaß. Spaß, wir gucken uns das Ganze natürlich richtig an, so wie wir es sonst immer machen. So, wir haben hier so einen Schwanenhals-Tieflader mit vier Achsen. Und ich glaube, dass ich gesehen habe, dass wir tatsächlich eine Achse sogar hochlassen können. Tatsächlich. So, ich wusste gar nicht, dass das geht, obwohl die Zündung aus ist. Eigentlich sollte das, obwohl beim Auflieger geht das, glaube ich, trotzdem. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie viele Tonnen sind das? 3 und, nee, 24 Tonnen. Da würden rein theoretisch die drei Achsen ausreichen, aber wisst ihr was? Wir lassen einfach nochmal die vierte runter. Scheiß doch drauf. Und ja, jetzt wollen wir nochmal gucken, wie das mit der Ladungssicherung aussieht. Außerdem gibt es, ne, hier gibt es ab 1.31 gibt es dann endlich die ganzen Kabel und so, die dann tatsächlich auch hier angetatscht werden, sozusagen. Hier haben wir einmal gelbe Leitung, einmal rote Leitung. Das sind zwei Druckluftleitungen. Gelbe ist, naja, die Steuerung. Das heißt, ne, wenn wir sagen mit dem Fuß, ne, so bremsen, dann sagt dieses Kabel zum Auflieger bremsen. Rote Leitung ist sozusagen einfach die Zufuhrleitung für die Luft. Dann haben wir zweimal Elektronik und einmal ABS. Und ja, das wär's dann auch schon. So, gucken wir uns mal den Silo noch ein bisschen an. Der ist jetzt nicht so geil texturiert, aber das passt schon. Wir haben hier nur zwei Spann. Wir haben nur einen Spanngurt. Ne, zwei tatsächlich. Aber dieser hier bringt nicht allzu viel. Wobei der so ein bisschen raus. Okay. Ich frage mich, warum diese Seite auf diesen Holzklotz gesetzt worden ist. Ich denke mal, weil er sonst nicht ganz genau auf die Ladefläche passen würde. Ob das aber viel Sinn macht, weiß ich jetzt auch nicht.
Also, aber ich würde jetzt einfach mal so rein vom Betrachten her sagen, dass die Ladungssicherung nicht unbedingt ausreicht. Es sei denn, diese Klötze sind tatsächlich fest auf dem Auflieger irgendwie verschraubt oder verkantet oder so. Dann ist das nochmal ein bisschen anders, aber von hinten sieht das alles so ein bisschen wackelig und unsicher aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich glaube, ich würde das in echt nochmal ein bisschen anders machen. Hier übrigens haben wir die Trailer Dolly. Ne? So eine Dolly haben wir auch schon ein paar Mal gesehen jetzt. Hier angehängt an Kupplung vom LKW. Dann kommt hier nochmal Sattel drauf und zack, hast du Gigaliner. Ja, warum der jetzt auf dem Vierachser drauf muss mit seinen 4 Tonnen, ist natürlich auch fraglich. Ich frage mich überhaupt, warum man dann überhaupt laden muss. Man könnte ihn ja einfach hinterherziehen. Aber ja, ich denke mal, das wird einfach mal rechtliche Gründe haben, ne? Weil wegen Neu- und Anliefern und so weiter und so fort. Vielleicht, ja, das Ding ist ja noch nicht mal zugelassen, hat noch keine Kennzeichen, nix. Ja, und was wir hier haben, ich habe keine Ahnung, was das hier ist, ey. Absolut null Plan, aber die Ladungssicherung ist ja echt bescheuert. Gibt es überhaupt gar keine Ladungssicherung. Das sieht aber aus, als wäre das was für einen Auflieger, für einen Aufbau für einen Auflieger oder so, ne? Irgendwie Flüssiggas oder sowas. Transoda, ja. Ich habe absolut keinen Plan, was das ist, aber das sieht mir nach einem Aufbau aus. Jetzt, wo ich da oben diese Plattformen sehe, ne? Wenn man von oben belädt oder so, Flüssiggas oder was auch immer man hier laden könnte. Und unten, das könnte ja irgendwie zum Kühlen sein oder so. Transoda, ich habe keine Ahnung. Soda, Wasser, Mineralwasser? Nee, keine Ahnung. Kein Plan, Leute. So, nächste Folge fahren wir dann die Tour. Es sind ja nur 900 Kilometer. Das heißt, also jetzt nicht nächste Folge, aber nächste Aufnahmesession werden wir die Tour dann machen. Und danach kaufen wir uns dann einen relativ großen Schwerlaster. Ich denke mal, dass es ein Mercedes werden könnte. Ich hoffe, dass wir vielleicht sogar die Möglichkeit haben, auf 5 Achsen aufzubauen, weil 4 Achsen vielleicht ein bisschen wenig sind. Weil ich habe ja vor, irgendwie, ne, so 50 Tonnen oder sowas mal zu ziehen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich hoffe natürlich, dass wir auch das Glück haben, dass wenn wir schon so ein Mods-Ding haben, dass wir dann auch eine gescheite Tour damit finden. Ne? Nicht, dass ich wieder irgendwie so einen lahmen Kühler damit herziehe oder sowas. Das wäre natürlich scheiße und langweilig. Naja, schauen wir jetzt einfach mal, wie das Ganze läuft. Wir lassen uns überraschen. Ich hoffe, es hat euch heute trotzdem Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao.